Hallo liebe Pflanzenfreunde, wir sind jetzt hier bei unserem Formgehölze und Sönke sagt uns gleich mal ein bisschen was dazu. Hallo Sönke. Ja, hi Jamila. Ja, wir stehen hier in unserem Buxusquartier und du siehst, wir haben einmal die großen Kugeln hier geschnitten, wir haben die Pyramiden geschnitten und wir haben Quader. Da haben wir auch noch einen Piepmatz in der Mitte, wenn du ihn mal dir ansiehst. Und hier hinten, wenn du die hier ansiehst, das sind dann unsere zugeschnittenen Formgehölze. Okay. Na, die Stämme sind freigelegt, die Kugeln sind angeschnitten. Das ist alles sehr dekorativ. Kann man entweder vors Geschäft oder in ein schönes Pflanzbeet vorm Haus setzen. Machen sich da toll, die Pflanzen. Und Buxus ist ja immer grün, ne? Buxus ist immer grün. Du musst ihn also auch im Winter mit Feuchtigkeit versorgen. Okay. Und wenn er im Frühjahr hier oben austreibt, dann gehst du öfters mal mit der Schere rüber, damit du die Form einfach beibehältst. Weil er will ja natürlich wie ein Busch wachsen. Nur das lassen wir ihn ja nicht jeden, ne? Wächst er denn ganz schnell oder braucht er so eine Zeit? Der ist langsam wachsend. Also die machen 5 cm bis 10 cm im Jahr. So, wenn du ein-, zweimal im Jahr geschnitten hast, dann behältst du immer die Form. Mhm. Ist immer frisch grün. Ist einfach eine schöne, sehr schöne dekorative Pflanze. Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Sönke. Gerne. Tschüss.